Hier ist noch ein Automat. Ja, das kennen wir schon alles. Wir kaufen uns hier einfach neue Dinger. Neue Hüte. Die Robbenmütze. Wenn Robben hinter Robben, Robben, Robben hinter Robben her. Froschmütze, ich bin auch grün hinter den Ohren. Ja. Mauern die Mäuschenmütze. So wird der Jäger zum Gejagten, war nur ein Scherz. Die Maus von nebenan ist mein bester Freund. Igelmütze. Igel sind die Haarbürsten der Natur. Ja, der Automat ist jetzt geklärt. Okay, dann könnten wir uns... was nehmen wir denn? Was sagt die Maus? Na komm rüber. Die ganzen Figuren alle weg hier. Hab doch Platz. Kann doch nicht sein, ich brauche meinen Platz, Leute. Keller hier. Ich bin Ketzeller. Das ist vor allem das ein Münzglas, das wir jetzt erst gesehen. Nickerchen machen. Schlafen. Ich schlafe im Maul eines Monsters. Ich weiß nicht. What? Das kann doch nicht sein. Geht doch. Kann doch nicht sein, dass mir hier die Gläser einfach nicht mehr kaputt gehen. Hey, dein Mensch scheint beschädigt zu sein. Ist alles in Ordnung? Nicht wirklich. Meine Schwester Ramune ist nämlich weggeflogen. Das klingt ernst. Bis dahin ist eigentlich noch alles normal. Die fliegt gerne draußen herum und bringt jedes Mal Geschichten aus der Nachbarschaft mit. Heute schien es besonders sicher zu sein auf der Straße.
sind keine Autos unterwegs, weil die Menschen die undichten Rohre reparieren müssen. Das erklärt, warum die Straßen so leer sind und so nass wie geht. Aber das ist halb so wild. Das Problem ist, dass Ramune vorhatte, gegen eine Katze zu kämpfen. Oh, oh. Das sagt, du sagst es. Letzte Woche hat sie einen Gecko gegen Bosskatze Filmmarathon angelegt und will seitdem eine Katze kämpfen. Ich dachte, sie meint einen Spielkampf, aber. Also, ich dachte, sie meint einen Spielkampf, also habe ich vorgeschlagen, ich könnte Bosskatze sein und sie Gecko, aber sie möchte wohl gegen eine echte Katze kämpfen. Moment mal, bist du keine echte Katze? Ich bin in ihren Augen nicht. In ihren Augen nicht. Ich bin nur der größte Bruder, der sie gewinnen lässt. Wenn wir Gecko spielen, sie hat sich eine richtige Herausforderung gewünscht mit einer echten Katze. Ich wollte gerade nach ihr suchen, aber unser Mensch hat den leeren Vogelkäfig bemerkt. Und ja, meine Schwester und mein Mensch brauchen mich beide. Wie soll ich mich entscheiden? Das brauchst du nicht. Das brauchst du nicht. Ich sehe mich sowieso in der Gegend um. Also kann ich auch nach Ramune Ausschau halten. Wirklich, das wäre sehr nett von dir. Kein Problem, sag mir einfach, wie sie aussieht. Kennst du die blauen Vögel, die auf der Straße siehst? So eine ist sie, aber leuchtend gelb, sehr schnell und extrem gierig. Was mache ich, wenn ich sie gefunden habe? Gute Frage, lass mich nachdenken. Ich habe sie. Der perfekte Plan. Ramune kennt dich nicht. Also wird sie dich für eine echte Katze halten. Ich bin eine echte Katze. Und wenn du sie einfängst und wieder entwischen lässt, ist das, als hätte sie die echte Bosskatze besiegt. Sie wird sich so freuen. Das klingt nach einer Menge Spaß. Ich war noch nie der Boss von irgendetwas. Dann ist es, dann ist das deine große Chance. Orientiere dich einfach an dem, was Ramune macht. Sie fliegt gerne vor den Läden die Straße entlang. Super, ich bringe Ramune im Nu nach Hause. Ich meine, gegen die Bosskatze hat Gecko keine Chance. Danke, Bosskatze. Bosskatze hat erstmal hier den Laden ramponiert, aber gut. Und er fliegt vor den Läden. Oh. Möchtest du... hier. Käsemütze, was für große Löffel ich habe. Damit kann ich noch besser hören. Panda-Mütze, damit sollte ich etwas Schabernack treiben. Das wird das reinste Pandemonium. Ich habe nicht genug Blinkies, Bro. Ich habe zu viele Blinkies ausgegeben. Ich pack es nicht. Ich höre es blinken. Oh. Sieh mal, ich habe einen Teich ganz für mich alleine. Bist du sicher, dass das ein Teich ist? Ich bin eine Ente. Mit Teichen kennen wir uns aus. Ich bitte um Entschuldigung, aber ich glaube, es wird Zeit, deinen Teich zu verlassen. Dein Vater hat mich geschickt,
um dich für die Präsentation abzuholen. Aber ich will doch im Wasser spielen. Uffi, hältst du das aus? Wasser? Es ist so kalt und nass, Igitt. Moment mal. Heißt das, du kannst mich erst mitnehmen, wenn ich nicht mehr im Wasser bin? Oh, oh, oh. Juhu, ich bleibe für immer im Teich. Das hätte mir klar sein müssen. Es muss doch einen Weg geben, die Küken aus dem Wasser zu bekommen, ohne nass zu werden. Ich mache den ganzen Mist hier. Hier auf dem Kopierer. Wird erstmal hier mal der Katzenarsch kopiert. Also, wir haben hier eine Kopie. Aber nur eine. Oh, ja. Ich hab da was gesehen. Bibi. So. Und ich habe noch eine Beete-Ente gefunden. Wir haben zwar beide noch nicht zum Teich gebracht, aber ja gut. Irgendwie müssen wir ja eine Art Schwamm oder sowas. Ich bin mir noch unsicher, was wir hier finden müssten. Oh. Wir sind eine recht diebische Katze, würde ich sagen. Geld. Ich bestechte das Küken einfach. Ich glaube, das klappt nicht. Küken bestechen ist. Wenn wir den Ventilator durchziehen. Okay, ich weiß jetzt, was ich machen muss. Ab in die Kiste. Hallöchen, hier bin ich. Schaut ihr denn? Die Privatsphäre ist meins. Ich habe nur eine ganz doofe Idee wegen den Küken. Ich weiß noch nicht, ob das klappt. Also ich schieb das so gesehen nur auf Verdacht hier hinter. Aber es hat geklappt. Das war so eine coole Lösung, Kätzchen. Danke, hoffentlich bist du nicht enttäuscht darüber, wieder auf Trocknen zu sein. Nee, ich wurde eh schon ein kleines bisschen müde und ein großes bisschen hungrig. Vielleicht hat Papa ja Snacks. Du kannst ihn bei den Präsentationen fragen. Ich hatte die Präsentation ganz vergessen. Dort kann ich alles von meinen Schwimmabenteuern erzählen. Gehen wir, Kätzchen. Okay, gehen wir aber. Also bald gehen wir. Frage ist,
Oh. Onigiri-Mütze, Kawaii, ich bin nur... ich bin... Was? Ich bin unerreichbar? Kawaii, ich bin unerreichbar. Oh Gott. Die werden immer schlimmer. Das wird doch immer schlimmer. Unerreichbar. Ei. Nee, ich bin nicht unerreichbar. Moment, Klopapier. Kannst Klopapier klauen? Okay. Ich kann nicht das Klo verstopfen, weil ich kein Klopapier klauen. Da hat er ja mal eine ganze Klopapierrolle vergessen. Ey! Ich wollte doch gerade essen. Meiner. Nein, mein Fisch. Die hat mir mein Fisch geklaut. Meins. Meiner. Fisch ich ein weiterer lecker Fisch jetzt. Kannst du noch höher klettern? Sehr gut. Unser Problem ist eigentlich jetzt nur wegen den Enten. Hier waren wir schon. Ach, das ist hier. Was mach ich jetzt? Noch hier ist er geladen. Und hier ist die Ente. Ich finde mich zurecht, ohne dass ich weiß, wo es lang geht. Muss ich denn hier zurückbringen? Ich habe jetzt 3 Enten im Teil. 1, 2, 3 und 4. Das sind alle. So eine Erleichterung. Ich war schon kurz davor, in Panik zu geraten. Führe die Familie wieder zusammen. Uns ging es gut, Papa. Mir ging es am besten. Das stimmt nicht. Stimmt doch. Nö. Aha. Kinder, bitte, bitte, ach, euch ging es doch, es ging es doch allen gleich gut. Es war schön, euch alle kennenzulernen. Oh, Kinder, habt ihr euch schon bei deinen netten Kätzchen für die Hilfe bedankt? Dankeschön. Gern geschehen. Nicht du, wir reden mit den Kätzchen. Danke, Kätzchen. Wir lieben dich, Kätzchen. Oh. Papa, du musst auch Danke sagen. Ach, ganz recht, danke. Bitte nimm das als Belohnung für alles, was du getan hast. Entenmütze. Diese Mütze macht mich zum Ehrenmitglied der Entenfamilie. Es wird dich daran erinnern, dass du immer ein Teil der Entenfamilie sein wirst. Papa, 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 es ist
ihr Zeit für die Präsentationen. Aber sicher, lasst uns dafür rüber in den Teich gehen. Cool. Mach's gut, Kätzchen. Tudelu. Viel Spaß mit meiner Mütze. Meine Präsentation wird ganz sicher die beste. Wir verabschieden uns von den Kätzchen. Das sind nützliche Informationen. Passt auf euch auf, Entchen. Viel Spaß bei euren Präsentationen. Ich glaube, das war genug Abenteuer. Ist ja gut. Er will uns nur woanders hinbringen. Ich weiß. Wir sind jetzt ja die Ehrenente. Ja. Quack. Quack, quack, quack. Wir brauchen halt aber noch immer noch Knochen und so ein Kram. Mit dem komischen Vogel da. Hatte ich da schon? Haben wir nicht. Wieso ist es doch nicht hier? Bitte. Ich brauche halt gar nicht so viele. Aber danke dir. Glück gehabt, dass man freikommen kann. Finde das Chamäleon Teil 3. Okay, denken wir mal logisch darüber nach. Du kannst meine Infrarotbrille benutzen, um mich zu finden, weil ich kein Kaltblüter bin. Außerdem trägst du keine Brille. Und du scheinst nicht der Typ für einen Peilsender zu sein. Sind Peilsender etwa eine Frage des Typs? Also es geht nicht direkt um den Typ, sondern eher um eine bestimmte Kreatur. Du meinst eine bestimmte Spezies? Ich meine, Tanuki, sie hat vor einem Jahr einen gefunden und ihn einschließt und an allen befestigt, was sich irgendwie bewegt. Aha. Ich glaube nicht, dass sie die Daten überhaupt ausgezeichnet hat. Sie hat einfach gerne dabei zugesehen, wie sich der Punkt auf den Scanner-Dings bewegt. Was ist mit dem Peilsender passiert? Krähe hat einen Datenschutzdienst ins Leben gerufen. Einen was? Eigentlich hat er nur über Tanukis Schulter auf den Scanner geschaut und uns angeboten, uns im Tausch gegen Flaschendeckel zu verraten, ob der Peilsender an uns hängt. Jedenfalls hat Tanuki sich dafür entschuldigt, dass sie sich zu sehr reingesteigert hat. Und ihren Peilsender für eine Art Teleportationsprojekt umfunktioniert. Was ist aus Krähens Datendingsbums geworden? Es sagt, dass sich der Kundenstamm weiterentwickelt hat. Und er auf Video umsteigt, um einen On-Demand-Dienst anzubieten. Ich verstehe nur Bahnhof. Im Prinzip hat er nur einen anderen Grund gesucht, damit wir ihm Flaschendeckel geben. Also hat er angeboten, durch jemanden Fenstergecko gegen die Weltraumpinguine mit anzuschauen und uns die Folgen zu beschreiben. Ist das nicht Abzocke? Nein, es war jeden Flaschendeckel wert. Er hat sogar alle Stimmen nachgeahmt. Oh, ich hatte gerade eine Idee, wie ich das Tanzproblem lösen kann. Ich will es sofort ausprobieren und keine Zeit verlieren. Hier ist dein Hinweis. Ein Zweig in die Echsen an der Macht. Sie steigen wieder auf. Gib Acht. Ich lauere in der Gecko-Welt. Dort habe ich dich jetzt schwer geprellt.
Ach, das soll Sinn ergeben, aber mein Reim mit Haut und Haar war plump, aber hat nichts mit meinem Hinweis zu tun. Versuchen wir es damit. Einst war ich in die Echsen an der Macht. Sie steigen wieder auf, gib Acht. Ich lauere in die Gecko-Welt, dort habe ich dich jetzt hinbestellt. Viel Glück, Kätzchen. Gecko-Welt? Das ist der Laden. Haken. Pop. Oh. Ups. Ja, Parken verboten. Hallöchen. Vielen lieben Dank für den Follow. Ist eigentlich noch der gelbe Vogel, den wir brauchen. Die Gecko-Welt ist der Laden, wo die Katze auch drin ist. Und wir brauchen noch ein bisschen Fisch. Okay, wir brauchen einen Fisch. Und hier machen wir halt noch nicht wirklich. Was kriegen wir noch hin? Ups. Ich war's nicht. Das war schon kaputt. Ich will jetzt klettern können. Müssen wir uns eigentlich mal schauen? Ja, hier zum Beispiel. Okay. Wir können gut klettern, aber nicht gut genug klettern. Oder es liegt einfach an mir. Das wird sein. Und ein hoher Sprung, oder was ist ein zweiter Sprung? Weil hier geht's. Bloß da nicht runterschauen, wenn man Höhenangst hat. Hier waren wir sogar schon. Hier war das eine Entchen. Das ist so gesehen die Stelle, wo ich immer wieder runtergefallen bin. Das ist jetzt die große Frage. Das ist interessant. Jetzt wird's klebrig. 5 von 10, sehr gut. So gesehen, wir beseitigen nur die Vögel. Keiner hier braucht eine Nachbarschaft. Okay.
also auch wo. Also schön, aber ich habe keine Ahnung. Ist hier noch was? Nur das, was wir so gesehen von Ben. Wie merkwürdig gerade. Und ich bräuchte vielleicht auch noch eine Bootscheibe. Hier. Haben wir schon. Wo ist denn der? Ele. Ja, ich brauche da irgendwie. Das ist nicht den, den man braucht. Da ist. Da geht's noch nicht lang. Wie komme ich da rein? Irgendwie müsste es ja hier reingehen. Oh, da. Was haben wir hier für eine schöne Mütze? Eine Auberginenmütze. Ich verstehe nicht, warum man Auberginen auch Eierfrucht nennt. Weil wir Eierköpfe sind. Aber als Eierfrucht kenne ich das nun auch nicht. Oh. Oh, was mit? Ziehen, damit wir den Weg haben. Damit das ist mir wieder frei. Schönheitsroutine. Katzenwäsche mit Stil. Erstmal putzen. Muss ja auch mal sein. Den ganzen Fisch, den wir gegessen haben. So. Ja, ja, ich war. Böser Hund. Hab ich da. Nein. Was kann ich hingehen? Falschen Vögel. Da
mich nur nicht auf. Das Glas ist zwar interessant, aber ich bin da noch nicht dran. Ich höre auch Blödsinn nochmal. Auch einen gelben Vogel, meine gevierte Freundin. Nee, da brauche ich nicht. Das ist nur der Laden. Blauer Vogel. Blauer Vogel. Ich schon. Ja, ist okay, ich bin da falsch. Aber irgendwie muss ich doch. Straße. Dann müsste es. So, hier geht es ja dann nicht weiter. Was ist das hier so gesehen? Sackgasse. Doof. Genau, das ist. Es ist eine Sackgasse und ich weiß nicht wie. Das nicht runter. Ziehen die so gesehen hier nur damit. Gleich kommen wir ja ein paar Blinkies. Eine Frage, ist das normal, dass ich überall Discord-Server gebannt werde? Das war eine ernsthafte Frage. Eigentlich nein. Aber ich kann dazu nichts sagen. Hat immer drauf auf den beiden Grund drauf an. Kappenmütze, harte Schale, weicher Kern. Aber normalerweise bannen die Leute nicht ohne Grund, sollte man meinen. Dazu nicht wirklich was sagen. Bin ich auf dem Dach, aber ich habe trotzdem keine Ahnung. Nein. Ja. Gartenwerkzeuge. Verdammt.
hätte vielleicht einfach woanders runterspringen sollen. Ja. Nun allein, einsam, ich kann dazu nicht viel sagen. Tipps geben will, damit man nicht gebannt wird, ist schwer, weil ich nicht weiß, warum. Mehr als weiter probieren kann man es da einfach nicht. Also vor allem ist erstmal müsste es ja irgendwelche Hinweise geben. Achso, der Hund ist besänftigt. Wir müssen noch Knochen finden, das ist die Sache. Aber wenn wir Knochen. Moment. Hier waren wir doch schon oben. Ja, dich habe ich freigeschaltet. Hier würden wir runtergeweht werden, wahrscheinlich. Ohne Wahrscheinlichkeit. Wie kann man das machen? Ich werde immer gemobbt wegen meiner tiefen Stimme, weil ich so langsam rede. In Zeit. Die Leute mich zeichnen und fragen, ob irgendwas genommen hätte oder ein Alkoholiker wäre. Ja. Also das ist eigentlich kein Grund zu gesehen, um jemanden zu mobben oder sowas. Tiefe Stimme, hohe Stimme, das ist doch bei jedem eher verschieden. Hey. Okay, die gehen sogar aus. Natürlich, ich werde runtergeweht und die gehen aus. Wie man merkt, ich habe hier kein Timing-Gefühl. Also wegen den ganzen Vorfällen, ich weiß nicht, was bei dir abgeht. Oder wo die Gründe darin liegen. Wenn ich hier unten runter geht. Das ist fies. Das ist wirklich fies. Gut, das Sch
schaffen wir schon. Kann man da rüber? Ja, man kann hier rüber. Wo sind wir jetzt hier richtig? Ich würde mal sagen, ich loch mal ein. Hallöchen. Also ich kann nicht ohne Grund. Bis jetzt die einzigen, die gebannt worden sind, irgendwelche Bot-Artisten gesehen, die einen da so gesehen nur Mist andrehen wollen. Nein. Doch nur einlochen. Als Katze halt auch nicht schwer, leicht. Kann ich den Ball auch? Naja. Komm. Doch. Nein. Nicht gut. Und ach komm. Nein, komm schon. Komm schon. Vorne. Roll nach vorne. Das ist gut. So, und dann fest mit der Pfote. Da kann ich den dann nicht raufbauen. Ja, du kannst mir privat was schreiben. Key brauchst du nicht schreiben, das ist nur ein Bot. Oder schreib mir dann direkt. Ja, ist im Grunde auch ein Mod, ist aber ein Bot. Also ein Bot-Mod. Muss ich vielleicht wirklich nochmal umbenennen. Und im Grunde, man kann vieles haben, aber es interessiert die meisten Leute so gesehen meistens gar nicht. Okay. Ich fühle mich gemobbt. Da kriege ich den doch nie raus. Ich krieg den doch nie im... Okay, doch, ich krieg den raus. Ich habe nichts gesagt, Mann. Wenigstens das kriege ich ja hin. Den nehmen wir natürlich wieder vorne. Will ich noch nur einlochen. Also ich weiß noch nicht mal, ob das einen Erfolg gibt. Das ist das Schöne dabei.
Okay, der Teppich ist ein paar Millimeter höher. Das bedeutet, kriegen die da nicht rauf? Ich kriege den wirklich nicht rauf. Uno Moment. Weiter mache ich nicht weiter. Ich weiß nicht, was gewollt ist oder nicht gewollt ist. Aber grundsätzlich kann mich jeder so gesehen in Discord anschreiben, privat. Ich ab, Beetle. Taffy, lass mich rein. Niemals, du darfst mich niemals sehen. Spliss im Fell, Tränensäcke unter den Augen, mein Schnurrhaar, niedlich Werkzeuge liegt bei Null. Eine Katastrophe von Kopf bis Pfote. Wenn du mich reinlässt, kann ich versuchen zu helfen. Niemand kann mir helfen, ich bin ein Häufchen Elende, meine Karriere ist passé. Oh, Taffy, das stimmt nicht. War da etwa ein LOL in meiner größten Not? Das ist nur eine nervöse Angewohnheit. LOL, ich meine kein LOL. Nein, Beetle, mein Tag ist offiziell gelaufen, LOL. Sag das nicht, Taffy. Wir haben einen vollen Terminkalender. Oh Gott. Unter diesen Bedingungen kann ich nicht arbeiten, Beetle. Aber heute ist Mützwoch und Mietzwoch. Wenn wir kein Bild von einer Katze mit Mütze posten, woher sollen die Leute dann wissen, dass du noch eine Influencerin bist? Mach einfach ein Foto von einer anderen Katze mit Mütze. Schreib dazu, dass mich ihr Streetstyle inspiriert hat oder so. Echt jetzt? Muss ich mir alles selbst einfallen lassen, Beetle? Kaffee! Kaffee! Uff, wo soll ich auf die Schnelle die Katze mit Mütze auftreiben? Ich gehe dann mal. Moment mal, bist du das, Kätzchen? Ja, wie läuft's mit den Handy-Dings? Alles bestens im Gegenzug zu bestimmten flauschigen Influencerinnen. Ich wollte dich nicht lauschen, aber ich habe ein bisschen was mitbekommen. Alles okay. Wenn ich meine To-Do-Liste abgearbeitet habe, dann schon. Ich muss für diese Fotos nur eine Katze mit Mütze finden. Ja, wir sind eine Katze mit Mütze. Kätzchen, du bist eine Katze. Voll und ganz. Und du trägst deine Mütze. Ist sie stylisch genug? Sie ist perfekt. Du kannst sie jetzt von Taffys Balkonsets verwenden. Sag mir einfach Bescheid, wenn du ein gutes gefunden hast. Ich finde die Kopfhörer ganz stylisch. Das haben auch die Glücke gefragt. Dann wurde ich mit denen grundlos aus dem Server gebannt. Und bei Twitch gesperrt. Ja, Moment.
Balken jetzt, oder wie? Lang mich in Ruhe. Oh. Jetzt haben wir unser Entchen gefunden. Das ist das letzte? Bin mir nicht sicher. Wir brauchen das ja eh und. Frage ist nur. Doch, das sollte ganz. Ich will das halt ganz unten haben. Ja, das passt. Ich darf nur dann nicht da rankommen, dann hätten wir nämlich ein kleines Problem. Darf ich ein Foto von dir machen, Kätzchen? Gerne. Los geht's! 3, 2, 1. Perfekt. Fehlen nur noch die richtigen Hashtags. Dann kann ich es posten. Und fertig. Tausend Dank, Kätzchen. Ich dachte schon, mir steht ein weiterer Nervenzusammenbruch bevor. Kein Problem, das Modeln hat mir Spaß gemacht. Du bist eben ein Naturtalent, so wie die meisten Katzen. Titel? Also was steht noch auf der Liste? Mal sehen. Versteh das Bild nicht falsch, aber ich mache mir Sorgen um dich. Und dann ist da noch der Markenpartner. Oh, und der spontane Roadtrip muss geplant werden. Und ich muss noch die Kommentare und den Bild verwalten. Genau, das meine ich. Oh Mist, ich muss noch die Mail, Beetle. Pose für Beetle. Wann hattest du zuletzt ein paar Tage frei? Also, lol. Oh, ich habe einen digitalen Entzug auf den Bauhof eingelegt. Ich habe es mehrere Minuten ohne Handy ausgehalten. Du hast mich. Du hast mich gesehen. Das war keine Pause. Ich bin eine Katze. Mit Pausen kennen wir uns aus. Tatsächlich hatte ich heute zum ersten Mal in meinem Leben eine To-Do-Liste und ich habe trotzdem Sachen wie Schlafen und Herumalbern draufgeschrieben. Oh wow, und es gab keine Katastrophe. Es lief alles okay? Mehr als okay. Weißt du was? Du hast vollkommen recht. Ich brauche wirklich eine Pause. Eine, bei der ich nicht auf dem Bauhof in Panik gerate. Eigentlich. Bitte, was hast das zu bedeuten? Oh. Das ist kein Street-Style-Foto. Es wurde auf meinem Balkon aufgenommen. Oh nein, sie hat das Foto gesehen. Willst du mich etwa ersetzen? Was? Nein, Taffy. Ich bin mit den Kätzchen hier befreundet. Das Kätzchen wollte mir helfen, weil ich alleine überfordert war. Überfordert? Davon hast du nie was gesagt. Es gab immer so viel zu tun. Ich hatte nicht mal Zeit, um zu merken, wie überfordert ich bin, bis das Kätzchen mich gefragt hatte, wie es mir geht. Also, wenn du unbedingt etwas Zeit für dich haben willst, kannst du mir auch einen Kaffee holen gehen. Ich hatte an eine längere Pause gedacht, in der ich keine Besorgung machen muss. Das sollte machbar sein. Und wenn das Kätzchen so hilfsbereit ist, kann es ja während deiner Pause für dich einspringen. Wie bitte? Du bekommst deine Pause und ich eine Assistenz, eine Win-Win-Situation. Bitte, bist du noch da? Kannst du das Kätzchen beten, mir ein Cappuccino mit extra Sahne zu bringen? Und das reicht. Oh. Mir reicht's. Hallöchen. Aber nein, du hörst mir jetzt mal zu, Väter. Skittles. Mit dir dieses Verhalten ist völlig inakzeptabel. Ich fand es immer toll, mit dir abzuhängen und coole Styles auszuprobieren, aber es macht mir keinen Spaß mehr. Ich brauche eine Pause, in der ich darüber nachdenke, was mich glücklich macht. Aber das geht nicht, wenn du statt mir das Kätzchen herumkommandierst.
So habe ich das noch gar nicht betrachtet. Also gibst du mir eine komplette Woche Urlaub? Eine komplette Woche? Eine komplette Woche ab sofort. Und dann zählen wir hier neue Seiten auf. Du willst Veränderung? Ja, Veränderung, okay. Okay. Na gut. Aber, bevor du dich in deine Urlaubswoche verabschiedest, mein Cappuccino, kannst du vergessen. Geht's dir gut, bitte? Oh mein Gott, was für ein Trubel, hast du mich gehört? Ja, tausend Dank für deine Hilfe, Kessel. Das bedeutet mir sehr viel. Kein Problem, Beetle. Weißt du schon, womit du deine freie Woche verbringst? Schlafen und herumalbern. Klingt ziemlich cool, aber davor werde ich in einen Kaffee gehen. Das ganze Gerede über Cappuccinos hat mich durstig gemacht. Klingt perfekt. Mach's gut, Kätzchen. Und danke nochmal. Kann man jetzt mit ihr reden? Bin mir unsicher. Ich glaube, die hat die Nase voll. Ein Cappuccino haben wir auch nicht bekommen. Den hätte er uns wenigstens bringen können. Die hier erwartet. Und doch hier irgendwo. Irgendwo hatte ich was hier runtergeschmissen. Weil wir zum Glück auf allen Vieren landen. Passiert uns hätten. Wir müssen so gesehen dann nochmal hochklettern und dann auf die andere Seite mal gucken. Die Ente können wir dann im Park abgeben. Das war nicht im Park. Hier halt. Gib Gummi! Sehr schön. Und haben auch das. Wir brauchen noch einen Fisch, den wir hier irgendwie kriegen. Wie auch immer oder wo auch immer. Das gesagt, wo auch immer. Das habe ich eher. Hier ging es doch hoch. Und jetzt lassen wir uns hier nicht wieder runter katapultieren. Jetzt einfach zu lange gedauert. Drüben waren wir, also gehen wir jetzt hier. Es wird bestimmt schief gehen. Ah, da gibt es hier noch eine Mütze. Hätte ich das vorher gewusst, hätten wir uns die direkt holen können. Ich dachte, das ist noch ein bisschen weiter dann. Tigermütze. Streifen sollen gerade letzte Schrei sein. Streifen machen schlank, heißt es. Gut. War jetzt nicht so gewollt, dass ich da runter, aber gut. Und wir können ja auch aus den Automaten noch ein bisschen was holen.
Was ich mich halt auch frage, ist wegen den Bällen. Nö. Ich brauche halt den gelben Ball, ich brauche da noch den anderen. Die Frage ist nur, aber hier mit den Gecko und so, dann müsste der Gecko doch da sein. Das ist Chamäleon. Wenn ich den Vogel noch nicht gefunden habe, das Chamäleon haben wir schon mal. Arg, bitte sag mir, dass du es wenigstens von Herausforderung zu Herausforderung schwieriger findest. Im Grunde werden sie einfacher. Ein unerwarteter Befund. Vielleicht muss ich das Gegenteil von dem tun, was ich die ganze Zeit ausprobiert habe. Und mit noch mehr Elan. Uff, ich werde auf jeden Fall weiter an meinen Methoden feilen. Hier ist die nächste Hinweis. Bisher war ich noch so sozial, jetzt wird die Suche vertikal. Wo auf dem Dach ein Garten blüht und wo die Wächterin Wasser sprüht. Sehr schön, aber sprüht die Wächterin wirklich selbst das Wasser? In meinen Rätsel schon. Viel Glück! Die Wächterin. Ich wüsste jetzt nirgendwo, dass da jemand ist, der Wasser sprüht. Also ich habe niemanden gesehen. Das ist zumindest der gelbe Vogel, der jetzt hier abgehauen ist. Vögelchen, du bist ganz schön laut. Ja. Auch halt gar nicht so viele Federn. Ich lasse mich ungern voll kacken von euch. Ist der Vogel schon wieder abgehauen? Hey, irgendeiner was zu essen? Was zu trinken? Du hast was zu essen. Meins. Meins. No. Geht doch, meins. Hunger. Wo ist jetzt der Vogel? Also, der war irgendwie hier. Da. Du hast hingestellt. Ich glaube, der will nicht. Wir können ja einfach beschleichen. Aber ich hatte die ganze Zeit benutzt. Oh nein, in die Bosskatze. Hält Gecko in ihren Klauen gefangen. Es ist das Ende unserer Heldenfigur. Ah, ich bin die Bosskatze. Ich bereite den Spaß ein Ende.
Nee, diesmal lässt sich die Bosskatze nicht von Gecko überlisten. Es gibt für dich kein Zurück. Nicht so schnell, Bosskatze. Ich bin klein, aber oho. Oje. Gecko, zack. Gecko, boom. Gecko, krach. Du hast schon wieder verloren, Bosskatze. Was für ein glorreicher Sieg für Gecko. Warte nur, bis mein Bruder davon erfährt. Ja, wir haben es geschafft. Ist er jetzt wieder da? Ja, er ist wieder da. Bosskatze, wie willst du eine... willst du eine Revanche? Ich erhole mich noch von unserem letzten Kampf. Oh, hallo, du fremdes Geschöpf, dem ich nie zuvor begegnet bin. Bist du etwa die berühmte Bosskatze? Allerdings, ich blitze jetzt mit eben falls völlig fremdes Tier. Ich bin die Bosskatze. Das war ich mal. Nach meiner letzten Leistungsbeurteilung bin ich zum Mittel. Meine Schwester hat mich von einem epischen Kampf erzählt. Schade, dass ich ihn verpasst habe. Macht nichts, je weniger Zeugen, desto besser. Als Trostpass bringe ich dir ein beruhigendes Emote bei. Muffins machen. Was auch immer das ist, ich knete es richtig durch. Und jetzt muss ich mich wieder meinen Menschen zuwenden, bevor er sich erholt hat. Er muss noch viel gekuschelt werden. Es hat mich gefreut, euch beide kennenzulernen. Viel Glück mit den Menschen. Tschüss, Bosskatze. Jetzt können wir durchkneten. Moment. Knete können wir jetzt machen. Hier. Muffins machen. Ihr kennt das nicht. Immer schön die Krallen und dann wird geknetet. Ach, schon süß. Aber wir wollen ja nicht kneten, sondern wir sind hier zum... Wo ist der Fisch? Der Fisch ist da hinten, also ich bin komplett falsch. Gut, kann passieren, dass ich komplett falsch bin.